IS City, so nennen die Wachen dieses Camp in Nordsyrien. 10.000 Angehörige von Kämpfern des Islamischen Staates leben hier, größtenteils Frauen und Kinder. Die Männer wurden entweder getötet oder sitzen in Gefängnissen. Allah hat mich in dieses Camp gebracht, sagt diese Britin, und er wird mich hier wieder rausholen. Und schwört im Interview Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Frage, die sich dringend stellt, was passiert mit diesen Anhängern vom Islamischen Staat, wenn die Kurden das Camp nicht mehr bewachen, wenn sie von den türkischen Streitkräften vertrieben werden? Gehen die IS-Angehörigen nach Europa, nach Deutschland? Selbst viele Kinder hier scheinen indoktriniert von der Ideologie der Terrormiliz. Wir werden die Köpfe der Ungläubigen zerschmettern, schreien diese Jungen. Und dieses Propagandavideo wurde ebenfalls im Camp gedreht. Al-Haul liegt im Nordosten Syriens, rund 70 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Viele machen aus ihrer Gesinnung keinen Hehl. Wie sollte man zum Beispiel mit homosexuellen Menschen umgehen, fragt die Reporterin. Die Antwort, man sollte sie vom Hausdach stürzen. Noch wird das Camp von kurdischen Soldaten bewacht. Doch die Frage ist, wie lange?